Jesus, Herr, wir danken dir für diese Zeit jetzt, Herr, im Lobpreis, Herr. Wir danken dir für diese Zeit, Herr, in dieser Königskammer, wo deine Liebe uns wirklich umfängt, Herr. Wir danken dir, Herr. Und ja, bitte, Herr, halte uns weiter in dieser Haltung der Anbetung, Herr. Wir wollen jetzt zu deinen Füßen sitzen, Herr, wie Maria, die das bessere Teil erwählt hat, Herr. Und wir wollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt, Herr. Danke, dass du uns jetzt Ohren schenkst, die da hören, Herr, und ein verständiges Herz, Herr. Und dass du jetzt selber sprichst, Herr. Dass ich einfach in den Hintergrund treten kann. Und du, Herr, stell du dich hier hin und rede du dein Wort, Herr. Rede du dein Wort tief, Herr. Schreib es auf die Tafel in unserer Herzen. In dem Namen Jesus Christus bitten und empfangen wir. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, ihr Lieben, ich bin sehr ermutigt, einfach auch durch euch, Halleluja, zu sehen, wie viele hier zusammengekommen sind, hier bis auf den letzten Platz. Ja. Einfach, dass wir zusammenkommen und da ist so ein Hunger. Und man hat das im Lobpreis gemerkt. Ihr Lieben, wenn man da steht und so ein bisschen Lobpreis schon mal gemacht hat, man merkt, ob die Versammlung mitgeht. Und die Aufgabe eines Lobpreisers ist ja nicht einfach nur zu singen, sondern die Versammlung auch mitzunehmen, hinzunehmen. Und das hat mich sehr ermutigt, mit euch zusammen anzubeten und zu spüren, ey, die Herzen sind ausgerichtet auf den Herrn. Die Herzen sind auf den Herrn ausgerichtet und wir sind empfänglich, wir sind hungrig, wir sind durstig, wir kommen zur Quelle und wir trinken. Und das ist so wunderbar. Und dass hier so viele auch sind, zeigt auch, ey, da ist ein Hunger, auch nach so einem, sag ich mal, schwierigeren Thema. Es ist ja nicht unbedingt so ein Thema, so wo es so locker flockig ist und sowas, sondern wir wollen uns ja wirklich mit Gefahren im Dienst, wenn du im Dienst als Leiter berufen bist oder als Mitarbeiter oder auch für die vielleicht noch keine Leiter und Mitarbeiter sind, aber ihr werdet irgendwann Leute an die Hand bekommen, denn das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, Leute an die Hand zu nehmen und voranzugehen und sie ahmen es nach. Also auch wenn du jetzt nicht Leiter oder noch nicht Mitarbeiter bist, du bist trotzdem richtig. Und es geht ja um dieses Thema, hey, da sind Gefahren, die uns entgegenwirken, Tag für Tag. Aber wie können wir sie zuerst einmal, das ist das Erste, identifizieren? Und nachdem wir sie identifiziert haben, wie können wir sie, und das ist ja auf Kurs bleiben in stürmischer See, wie können wir sie umfahren? Wie können wir aktiv darauf hinwirken, dass die Fallstricke Satans uns nicht zu Fall bringen? Da gibt es einen aktiven Part und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Du und ich, wir haben einen aktiven Part da drin. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir gesetzlich sind irgendwie, dass wir versuchen, durch unsere Aktion unser Heil zu erwirken. Nein, wir wollen mit Gott kooperieren. Amen. Gott sucht Menschen, die mit ihm kooperieren. Er kann nichts anfangen, er wird nichts anfangen mit passiven Bankwärmern. Er will Jünger und Jünger sind gerufen, mit ihm zu kooperieren. Ihn zu sehen, ihn zu hören. Und Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört und tut, was ich ihm sage, der ist in Wahrheit mein Jünger. So, da gibt es ein Hören und da gibt es ein Tun. Da gibt es etwas, was man sozusagen passiv macht, das Hören, und aktiv in die Tat umsetzen. Und das ist so wichtig. Und das wollen wir gerade auch in dieser Zeit hier, wenn wir von diesen Gefahren im Dienst sprechen, wollen wir das wirklich in uns auch hervorbringen. Und wir als Sprecher und die wir hier vorne stehen, wollen das in euch wirklich, euch ermutigen, da wirklich aufzustehen. Okay, wenn wir uns mit diesem Thema, mit diesem so wichtigen Thema beschäftigen, auf Kurs bleiben in stürmischer See, Gefahren im Dienst erkennen und vermeiden, dann ist es zwingend notwendig, dass wir uns mit einem Thema ganz explizit, ganz tiefgehend auseinandersetzen, und das ist das Thema Beziehung. Weil jeder von uns, und jetzt mal völlig unabhängig, ob du in geistlicher Leiterschaft bist oder nicht, jeder von uns ist, wenn er Kind Gottes, wenn er Jünger Jesu ist, wenn er ein Teil der Ekklesia ist, der Herausgerufenen aus der Welt, jeder von uns ist berufen zur Gemeinschaft. Vielleicht kennst du deine Berufung nicht, aber hier erzähle ich dir eine Berufung. Es steht geschrieben, denn dazu seid ihr berufen, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus.
Und im 1. Johannes steht geschrieben, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, mit Christus, aber auch unter uns. Ja? Und in dieser Gemeinschaft tut und wirkt der Herr. Wenn du in die Offenbarung gehst, die Sendschreiben an die Gemeinden, jedes Mal hörst du immer und immer wieder, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da ist also eine Gemeinschaft, ein Zusammenschluss von Gläubigen, von Jüngern, und sie hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber jetzt kommt der Punkt. Wir sind nicht als Individuen gerufen, um als Individuen zu wirken, sondern wir sind gerufen, um in Gemeinschaft als Leib Christi zu wirken. Das heißt also, und das setzt dann also etwas voraus, dass wir in Gemeinschaft, in Beziehung miteinander leben. Richtig? Das Wort Gottes vergleicht die Gemeinde mit einem Leib. Was soll die Hand nicht zum Auge sagen? Ich bedarf deiner nicht, ich brauche dich nicht, ich kann es selber. Sondern ein gesunder Leib erarbeitet in Gemeinschaft und Handreichung der einzelnen Glieder zur Auferbauung des ganzen Leibes in Einheit, sagt uns das Wort im Epheser. Richtig? So, wir sehen also, das Thema Beziehung ist ein essentielles Thema. Jeder von uns ist davon betroffen. Keiner hier unter dem Klang meiner Stimme, der sagt, er ist Jünger Jesu, kann sich davon ausnehmen. Jeder von uns ist in die Gemeinschaft mit anderen berufen und gerufen. Richtig? Darum ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema gerade auseinandersetzen. Und ich möchte ganz explizit über die große, und das ist eine massive Gefahr, über die große Gefahr von seelischen Beziehungen reden. Und ich werde noch innerhalb der Verkündigung darauf kommen, was ich meine oder was das Wort Gottes meint mit seelischen Beziehungen. Es gibt einen Unterschied zwischen Beziehungen. Es gibt seelische Beziehungen, es gibt geistige Beziehungen. Es gibt Beziehungen, die das Fundament von Gefühle und eben das haben, was aus der Seele kommt. Und es gibt gesunde Beziehungen, die auf dem Fundament von Wahrheit gebaut und gegründet sind. Und die Gefahr ist massiv, dass wir hineingezogen werden, in diese Richtung seelische Beziehungen zu pflegen. Und dann hat Satan Tür und Tor offen. Also, wir sehen gerade auch jetzt wieder der Bezug auf Leiterschaft. Wir sind in ein Dienstfeld gerufen, wo uns eine kostbare Herde anvertraut wurde. Ja? Eine kostbare Herde. Jesus hat Petrus einmal eine rüttelnde Frage gestellt. Ihr kennt es alles, das ist am Ende vom Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 16. Da heißt es, Simon, Sohn des Jona, liebst du mich? Und was antwortet Petrus? Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Was sagt Jesus dann? Hüte meine Schafe. Uns ist eine Herde anvertraut. Das, was Jesus hier auf den Punkt bringt, ist zuallererst einmal mit dieser Frage, hey Petrus, deine Beziehung zu mir, stimmt die? Liebst du mich? Ist da diese Verbundenheit? Bin ich dein Rabuni? Bin ich dein Meister? Bin ich dein Herr? Bin ich der, der sich dir offenbart hat, von dem du selbst bekannt hast? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, über dem der Vater das Zeugnis ausgerufen hat. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, aber mein Vater im Himmel. Jesus wollte das am Anfang klarstellen. Hey, es geht um Beziehung. Es geht mir um dein Herz. Es geht mir um die rechte Beziehung. Und dann sagt er etwas anderes. Und dann öffnet Jesus in der Berufung von Petrus ihm das Dienstfeld und sagt, okay, wenn die Beziehung stimmt, dann tu etwas. Hüte meine Herde. Und dieselbe Frage, ihr Lieben, stellt Jesus jedem Einzelnen von uns. Er stellt diese Frage nicht aufgrund von Mangel von Informationen. Jesus hat keinen Mangel an Informationen. Jesus sieht in unser Herz. Er stellt diese Fragen, damit wir unser Herz auf den Prüfstand gestellt bekommen. Und unsere Motive abgecheckt werden und wir erkennen können, ey, aus welcher Haltung tue ich eigentlich, was ich tue? Und Jesus fragt diese Frage, hey, liebst du mich? Wenn du sagst ja, dann sagt er zu dir, hüte meine Herde. Geh in Beziehung, trete in Beziehung mit meinen Kindern und hüte sie. Wir haben es gestern schon gehört aus der Apostelgeschichte 20, dort heißt es, Hartwig hat ja von gestern diesen Vers schon rezitiert, dort heißt es dann bei der Verabschiedung des Paulus, bei den Ältesten von Ephesus, er sagt ihnen, so habt nun Acht auf euch selbst. Auch wieder hier,
eigentlich derselbe Klang, den Jesus angeschlagen hat. Liebst du mich? Prüfe deine Motive, prüfe dein Herz, stell's auf den Prüfstand. Hier dasselbe wieder. So habt nun Acht, auf was zuallererst? Auf euch selbst. Schaut, dass ihr klar seid, dass ihr richtig steht, dass ihr nicht in die Fallstricke Satans kommt. Schaut, dass eure Beziehung zum Herrn stimmt. Habt Acht auf euch selbst. Und jetzt wieder, genau parallel, Jesus unser Beispiel, nachdem Jesus Petrus gefragt hat, hast du mich lieb? Auftrag. Und genau dasselbe, Paulus ahmt Jesus nach. Habt Acht auf euch selbst und dann und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Merken wir die Dringlichkeit, den Ernst in diesen Worten. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Es ist so wichtig. Wir müssen diese Dringlichkeit sehen. Warum? Es geht um kostbare Seelen. Wenn wir von Beziehungen reden, dann reden wir nicht auf einer Geschäftsebene, wie ein Manager beispielsweise eine Firma sozusagen hütet und pflegt und überwacht. Sondern wenn wir von der Herde Gottes und unserem Auftrag reden, dann reden wir von kostbaren Seelen, von denen das Wort sagt, die Christus, die der Heilige Geist sich durch das Blut des Christus erworben hat. Eigentlich können wir sagen, das kostbarste Gut, was wir anvertraut bekommen haben, sind Seelen. Sind Seelen. Ist dir schon mal aufgefallen, du bist nackt auf diese Welt gekommen und du wirst nackt von dieser Welt gehen und du kannst nichts mitnehmen, außer eins. Seelen. Du kannst Seelen mitnehmen. Du kannst nichts mitnehmen, nichts, gar nichts. Es gibt nichts, was du mitnehmen kannst. Aber Leuten, Menschen, Seelen, denen du das Evangelium gebracht hast, die aufgrund des Evangeliums, das du verkündigt hast, die du in Jüngerschaft vielleicht geführt und geleitet hast, aufgrund der Gnade, die dir gegeben wurde, diese Seelen wirst du im Himmel wiedersehen. Und sie werden dir um den Hals fallen. Jesus zuerst, aber dann werden sie kommen und werden dir Danke sagen, dass du nicht geschwiegen hast, sondern die Wahrheit geredet hast in Liebe. Es geht um Seelen. Amen. Und darum sollen wir als geistliche Leiter mit allem Eifer, mit allem Ernst und mit größter Sorgfalt diese uns anvertraute Herde wirklich hüten. Und weil dieser Dienst so kostbar ist, warnt uns das Wort überall. Viele kennen diesen Vers, den ich gerade rezitiert habe. Ja, aus Apostelgeschichte 20. Viele kennen den und könnten den jetzt auswendig hervorsagen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Aber kennen wir den Kontext? Warum sagt eigentlich Paulus hier, was er sagt? Und ich stimme auch dort Hartwig zu. Er hat schon gesagt, die Bibel erklärt die Bibel. Wenn wir von der Dringlichkeit wissen wollen, warum Paulus jetzt hier eigentlich so ein Gewicht auf diesen Auftrag legt, warum er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die euch anvertraute Herde, warum legt er noch so viel Gewicht darauf und sagt nochmal so hinweisend zum Kreuz, ey, es ist nicht eure Herde, es sind nicht eure Seelen, sondern Christus hat sie sich erworben mit dem teuersten Preis, den es gibt. Warum macht er das eigentlich? Warum legt er so viel Gewicht darauf? Die Bibel erklärt die Bibel. Der nächste Vers sagt es. Wir haben eben gerade gelesen, Apostelgeschichte 20, 28. Jetzt gehen wir mal nach Apostelgeschichte 20, 29. 20, 29 und 30. Denn, das Denn zeigt uns, hier ist eine Verknüpfung für eine Begründung. Jetzt wird es begründet. Warum sollst du so Acht haben? Warum sollst du so aufpassen? Warum eigentlich? Man könnte sich ja die Frage stellen, okay Herr, aber du hast dir diese Herde erworben und du wirst schon dafür sorgen, dass alles in Butter ist. Du wirst schon dafür sorgen, dass alles glatt läuft. Du hast es alles in der Hand. Und dann sind wir wieder da, wo wir die letzten Jahrzehnte als Gemeinde Christi im 21. Jahrhundert eigentlich gewesen sind, in dieser Passivität, dass wir denken, es ist alles ein Selbstläufer, aber es ist es nicht. Und Paulus sagt hier, warum es kein Selbstläufer ist. Er sagt, pass auf, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die was tun, die Herde nicht schonen. Und aus eurer Mitte, aus unserer Mitte,
hier, aus unserer Mitte. Er sagt es zu denen in Ephesus. Gleichermaßen auch wir. Wir sind die Gemeinde Christi. Er sagt, und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Da sind wir berufen, in gesunden Beziehungen miteinander zu leben. Aber aus der Mitte der Heiligen, sozusagen von innen nach außen, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge, und auch Frauen, die verkehrte Dinge reden. Und die ein Ziel haben, die Herde wegzuziehen von ihrem Hirten, wegzuziehen von Christus, wegzuziehen von den Ältesten, denen die Herde anvertraut wurde, und wohin? Hinter sich her in ihren schleierhaften Lügen und in ihren Intrigen und in ihren Meinungen, weg von der Wahrheit. Und genau hier sehen wir eine der effektivsten Taktiken Satans, um die Herde zu verderben. Es geschieht von innen nach außen. Es wird sozusagen der Leib infiltriert. Männer und Frauen, Paulus nennt sie räuberische Wölfe aus eurer Mitte, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und vielleicht denkst du jetzt so, ach Sven, komm, du kennst meine Gemeinde nicht, also wir stehen. Wer meint, der stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich möchte dazu nur sagen. Ja, vielleicht denkst du, aus unserer Mitte, aus unserer tollen Gemeinde, Mensch, wir sind eine geisterfüllte Gemeinde, das würden wir niemals zulassen, sowas. Oh, ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, wo inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Sprüche 5,13. Wo wäre hier der Mann, der Schreiber aus diesem Spruchwort, ins Verderben geraten? Wo war das? Draußen in der Welt? Mitten in der Gemeinde! Ist genau das, was Paulus sagte. Denn aus eurer Mitte werden räuberische Wölfe aufstehen. So mitten in der Gemeinde. Wir sehen also hier Satans Absicht, Satans Taktik, Satans Kunstgriffe zielen ab, und sie zielen in nichts Geringeres als in das Zentrum der Gemeinde. Um was? Um in der Gemeinde ins Unglück zu stürzen. Und wir haben gestern schon eindringliche Warnung von Hartwig in diesen Dingen gehört. Männer und Frauen, die gut angefangen haben, aber das Wort Gottes sagt nicht, und betrachtet den Anfang eurer Leiter, sondern das Wort Gottes sagt, und schaut ihren Ausgang an und ahmt ihn nach. Und ich möchte mich dem anschließen, das immer wieder beteuern und bekräftigen, nicht dein Staat ist maßgeblich entscheidend, sondern das, was am Ende dabei rauskommt. Paulus hat gesagt, siehe, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft, und fortan liegt für mich bereit die Krone der Herrlichkeit, die der Herr jedem zusprechen wird, der seine Erscheinung liebgewonnen hat. Aber er sagt, ich habe den Lauf vollendet, nicht ich habe ihn angefangen. Anfang, ihr Lieben, Anfang kann jeder. Wusstet ihr, dass beim Start eines Wettlaufes alle anfangen? Alle fangen an. Aber wenn es ein gerechter Wettlauf ist, kommt nur einer ins Ziel, als Sieger. Nur einer. Die anderen kommen auch ins Ziel, aber als Verlierer. Aber nur einer kommt als Sieger ins Ziel. So, und das muss uns immer wieder bewusst sein. Hey, Satan hat diese Absicht, hat diese Taktik, inmitten der Gemeinde zu stören und ins Verderben zu reißen. Und wir sollten uns, wenn wir diese Dinge einfach sehen, wenn wir diese Dinge im Wort sehen, wir sollten gesunde Fragen stellen. Wir sollten gesunde Fragen stellen. Und eine gesunde Frage wäre, wie kann Satan das tun? Wie tut er das? Wir wissen, dass er es tun will. Das Wort Gottes sagt es. Räuberische Wölfe aus eurer Mitte, die Leute in ihre Gefolgschaft abziehen. Wir wissen, dass er das tun will. Aber wie tut er es? Das ist doch eine gute Frage, oder? Wir reden ja davon, dass wir seinen Kunstgriffen auf die Schliche kommen wollen. So, wie geht Satan hier vor? Was sind seine Absichten? Wie feuert er hier seine feurigen Pfeile inmitten der Gemeinde? Wie kann er das? Vielleicht denkst du, es ist eine unwichtige Frage, aber das Wort Gottes sagt uns von Satan, seine Absichten sind uns nicht unbekannt.
Und ich sage es immer wieder, die Tragik der Gemeinde des 21. Jahrhunderts ist darin gefunden, dass es eigentlich an allen Ecken und Enden so aussieht, dass die Taktiken Satans uns allzu oft noch unbekannt sind. Allzu oft noch, und das sage ich zum Beschämen für auch mich und vielleicht auch für einige von uns, zu einem göttlichen Beschämen, dass wir in göttlicher Weise betrübt werden, damit wir Buße darüber tun und neu anfangen. Ja? Das sage ich, weil wir so oft laufen wir in seine Messer, so oft tappen wir in seine Fallen. Aber das muss doch nicht so sein. Wenn wir uns die richtigen Fragen stellen und wenn wir hinkommen und seine Absichten uns nicht mehr unbekannt sind. Ich frage dich mal anders, um das jetzt abzukürzen. Man kann ja so viel erklären. Wenn ich jetzt hier ein Loch buddeln würde, hier vorne, direkt vor der Tür, das so breit wäre wie die Türzwage, ja? Und so lang, dass du nicht drüber springen könntest. Ich buddel das vor deinen Augen. Du siehst das ja. Das ist dann 2 Meter tief und meinetwegen 3 Meter lang. Kannst nicht rüberspringen. Wie viele Schwierigkeiten hättest du, diesem Loch zu widerstehen? Wie viele Schwierigkeiten hättest du, dass du sagst, ich gehe jetzt außen rum? Wie viel Verführung wäre da, dich in das Loch zu ziehen, dass du da reinfällst? Überhaupt gar keine Verführung. Du hättest gar keine Schwierigkeit, aus dieser Tür rauszugehen und dort hinten in die Küche zu gehen zum Essen. Warum? Weil du meine Absichten gesehen hast. Du hast gesehen, dass ich ein Loch buddel, oder? Und genau so ist es mit Satan. Wenn wir erkennen, was er tut, was er vorhat, werden wir ihn nicht mehr ins Messer rennen. Aber bei dem Thema Beziehung rennen wir ihn allzu oft ins Messer. Da müssen wir gewarnt sein. Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Denn seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Okay. Auch hier erklärt das Wort das Wort. In Bezug auf Satans Absichten sind uns nicht unbekannt. Wir wollen ja die Frage klären, wie kann Satan seine listigen Kunstgriffe inmitten der Gemeinde abfeuern? Wir wollen das ja klären. Das ist die Frage, die wir uns jetzt gerade stellen. Ich stelle die Frage in den Raum, wie können wir Satans Absichten im Vorfeld erkennen? Und der Kontext jetzt wiederum von diesem Vers, seine Absichten sind uns nicht unbekannt, erklärt es. Ist so wunderschön, das Wort Gottes erklärt das Wort. Wir gehen jetzt mal, das war eben 2. Korinther 2,11, Satans Absichten sind uns nicht unbekannt. Und wir gehen jetzt mal 2. Korinther 2,5, um zu sehen, welche Absichten hat Satan eigentlich mit der Gemeinde. Was ist sein Plan inmitten der Gemeinde? Wie bringt er inmitten der Gemeinde zu Fall? 2. Korinther 2,5. Dort sehen wir seine Taktik. Hat aber jemand Betrübnis verursacht oder gesündigt? Und ich glaube, ihr könnt mir alle zustimmen, alle, die ihr im Gemeindealltag eingebunden seid, die ihr Jünger Jesu seid. Es gibt keine Gemeinde, wo es keine Sünde gibt, oder? Immer wieder werden wir mit sündigem Verhalten konfrontiert. Und gerade Leiterschaft hat die Aufgabe, das haben wir gestern auch gehört, in Liebe auf dem Fundament von Wahrheit Sünde zu konfrontieren, damit Menschen zurechtgebracht werden. Das ist unser Auftrag. Ich hoffe, ich erzähle euch hier nichts Neues. Als geistliche Leiter ist es unser Auftrag, wirklich Sünde zu konfrontieren. In Liebe, nicht richtend, in Liebe. Aber um Handreichung zu tun und Menschen aus den Fallstricken des Todes rauszuziehen. Das Wort Gottes spricht doch, aus dem Feuer zu reißen. Die einen durch Ermahnung, die anderen durch Ermutigung im Zuspruch der Liebe. Aber aus dem Feuer zu reißen. So, und hier sagt uns das Wort, hat aber jemand Betrübnis verursacht. Also hat jemand unter euch, hat jemand gesündigt. So hat er nicht mich betrübt, sagt hier der Apostel Paulus zu den Korinthern, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Und wir wissen es, die Sünde eines Einzelnen kann die ganze Gemeinde in Betrübnis, in Mitleidenschaft ziehen. Erinnert euch an Achrans Sünde. Gott hat gesagt, fasst das Gebannte nicht an. Er nahm einen Goldbarren, einen schönen Mantel, verbarg es in seinem Zelt und die ganze Gemeinde ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Und Kriege, die sie danach geführt haben, nach diesem Ereignis, nach der Tat Achans, gegen Völker, die sie so hätten einnehmen können und sollen und müssen, sie sind gescheitert und wurden geschlagen. Warum? Weil die Sünde eines Einzelnen die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen hat. Wenn ihr aber unwürdig von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, so trinkt ihr euch selbst ein Gericht. Wir sollen darauf aufpassen. Paulus sagt zum Beispiel von Unzüchtigen, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. Oha, Sven, da bist du aber richtend. Nee, es ist ja gar nicht Sven sein Wort, es ist ja das Wort Gottes.
Das Wort Gottes sagt Unzüchtige, Menschen, die in Unzucht leben, die in sexueller Beziehung mit einem anderen leben, außerhalb des Rahmens der Ehe. Diese Menschen, die am Abendteil teilnehmen, sich Bruder oder Schwester nennen, das Wort Gottes sagt im Judas, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. So, wir sind also jeden Tag konfrontiert mit Sünde in der Gemeinde und das betrübt. Ja, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug. Was ist hier die Bestrafung? Gemeindezucht. Ein ganz anderes Kapitel, könnte ich jetzt viel drüber reden. Lest einfach da Matthäus, ich glaube 16, 18, könnt ihr von lesen. Aber das Wort Gottes sagt hier, wie wir mit Sünde in der Gemeinde umgehen sollen. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug. Sodass ihm, 7, jetzt kommt die Motivation. Worauf will der Apostel Paulus hin? Worauf soll immer gesunde Ermahnung hinzielen? Worauf soll in gesund gelebten Beziehungen hingearbeitet werden? Sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht über die Maßen Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Vers 8, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Ganz krass. Jetzt wirst du denken, okay, aber Sven, du hast gesagt, der Kontext erklärt jetzt die Frage, wie Satan hier seine Kunstgriffe ansetzt und inmitten der Gemeinde für großen Schaden wirkt. Was sagt der letzte Vers? Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Und diese Liebe muss rein sein. Diese Liebe muss die echten und reinen Motive haben, die auf Wahrheit gegründet sind. Das ist keine Liebe, die fünfe gerade sein lässt. Hier steht geschrieben, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug. Und dann steht da geschrieben, sodass sie ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt. Da könnte man jetzt, wenn man den Vers 6 auslassen würde mit der Bestrafung, könnte man sagen, ach komm, wir lassen fünfe gerade sein. Nein, 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 nein. Sünde wird konfrontiert. Aber wir lassen nicht fünfe gerade sein. Wir klären auf über die Konsequenzen der Sünde. Und mit Wahrheit kommen wir und helfen dem Betreffenden zur Buße. Das ist der Punkt. Damit er überführt wird und die von Gott gewirkte Betrübnis ihn zur Buße leitet. Und wenn er Buße tut, wenn er umkehrt von seinem bösen Weg, dann sprechen wir Vergebung und Trost zu. Und so sind wir in der richtigen Herzenshaltung, auf Wahrheit gegründet und gehen mit echter Liebe voran. Aber es gibt auch eine pervertierte, eine seelische Liebe. Davon hat uns Hartwig gestern erzählt. Eine Liebe, die jedem Konflikt aus dem Weg geht. Eine falsche, eine fleischliche, eine seelische Liebe. Paulus sagte, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Diese echte Liebe macht keine Kompromisse. Die sagt nicht, naja gut, wir wissen zwar, derjenige, der wandelt da in Unzucht, aber hey, wenn wir dem das sagen, wie wird der über uns denken? Der wird ja denken, wir sind hart. Der wird ja denken, wir sind gesetzlich. Der wird ja denken, und jetzt kommt eins, was uns immer wieder entgegengebracht wird, wenn wir klar sind, der ist ja lieblos. Das ist überhaupt das Argument, was immer gleich entgegengestoßen wird. Das ist lieblos. Ja. War mein Bruder unterwegs auf dem Christopher Street Day, hat gepredigt, hat die Wahrheit gepredigt, kam aus den Massen der Leute, die dort diese Gay Celebration hatten. Das ist lieblos, absolut lieblos, aus den Reihen der Religiösen. Das ist absolut lieblos, was du hier predigst. Und er sagt nur, ich bin, glaube ich, hier der Einzige, der für diese Menschen Liebe hat. Denn ich sage ihnen die Wahrheit. Der Einzige. Da fährt auf dem CSD, wann war das? Ich glaube, durch Berlin war es. Habe ich gesehen, Festwagen der Evangelischen Kirche Deutschlands. Ein Festwagen auf dem Christopher Street Day, auf dieser Homo-Parade. Fährt ein Festwagen. So, da sehen wir, wie Kompromisse gemacht werden. So, und manchmal sind wir so kompromissbereit und wir haben den Hang zu einer falschen, zu einer seelischen Liebe und sagen, nee, da kann ich jetzt den Bruder, da kann ich der Schwester jetzt nicht mitkommen. Wenn ich die jetzt konfrontiere damit, hey, Bruder, weißt du nicht, das sind wirklich großzügige Spender. Also wenn wir die verlieren, dann verlieren wir eine Menge Finanzen. Das können wir denen nicht sagen. Okay, Schwamm drüber. Der Heilige Geist wird sich schon drum kümmern. Ja, das will er, durch dich. Amen. Das will er, durch dich.
Das will er, indem er einen Nathan in die Gemeinde sendet, der den Finger auf die Wunde legt und sagt, du bist der Mann, aber in Liebe. Wie bei David, als er gesündigt hat. Ehebruch mit Bathseba, den Mann umgebracht. Da kommt Nathan. Und Nathan ist wie der Heilige Geist, der nicht loslässt und den Finger auf die Wunde legt. Aber das Ding ist, der Finger wird von dir auf die Wunde gelegt. Der Heilige Geist gebraucht dich dazu. Und das geht nur, wenn wir klar sind. Wenn wir eine echte Liebe haben. Eine Liebe, die dich nicht so weit ziehen lässt, dass du verloren gehst. Das ist echte Liebe. Amen. Echte und ungeheuchelte Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse. Haltet fest am Guten. Das heißt von dieser Liebe, auch der Apostel Paulus im 1. Korinther 13 vom Hohelied der Liebe, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Woran freut sie sich aber? Sie freut sich an der Wahrheit. Es ist eine echte, eine reine, eine ungeheuchelte, das Böse hassende, sich von der Wahrheit leitende Liebe. Und das ist Satans größtes Angriffsziel. Satan wird nicht versuchen, Hass unter uns aufzubauen. Er wird nicht versuchen, unsere Beziehung so zu stören, dass wir auf einmal einander hassen. Das wäre ja viel zu offensichtlich, oder? Er hat tausende von Jahren Menschheitsgeschichte studiert. Und es wäre eigentlich dumm für ihn, wenn er so offensichtlich in die Gemeinde kommen würde und irgendwie jeden von uns dazu bringen würde, dass wir einander hassen würden. Wir wären ja sofort überführt. Also was tut er? Er kommt und er tut eigentlich genau das, was uns Gott geboten hat, habt Liebe untereinander, aber er pervertiert die Liebe. Das ist seine Taktik immer wieder. Er bietet uns, davon habe ich das letzte Mal auch geredet, letztes Wochenende, er bietet uns eine Alternative für das an, was Gott uns geboten hat. Und diese Alternative, die sieht bei erster Betrachtungsweise ungefähr so aus, wie das, was Gott uns geboten hat. Aber es ist nicht das, was Gott uns geboten hat, es ist eine pervertierte Liebe. Ja, es ist kein Hass. Satan streut nicht Hass unter uns. Es ist eine verdrehte, eine seelische, eine pervertierte Liebe. Ja? Und das ist eine Liebe, die aufgrund von Parteiungen und Menschenfurcht die Wahrheit zwar heuchelt, aber gleichzeitig Kompromisse mit der Lüge macht. So eine Liebe ist es. Satan weiß, dass nur die Wahrheit das Potenzial besitzt, ihn als Vater der Lüge zu entmachten. Aber er weiß auch auf der anderen Seite, dass eine seelische Liebe, die sich an einer geheuchelten Wahrheit orientiert, ihm gleichzeitig Tür und Tor in die Gemeinde öffnet. Vielleicht denkst du dir manchmal, wie kommt er eigentlich in die Gemeinde? Genauso durch Beziehungen. Durch Beziehungen. Durch offene Türen in unseren Beziehungen. Seelische Beziehungen sind sozusagen die Eintrittskarte Satans in die Gemeinde. Überprüf das mal in deinem Gemeindekontext. Spiel das mal so durch, so, was du schon alles erlebt hast. Immer wieder, wenn Satan Zugang zu der Gemeinde hatte, war es auf Grundlage von seelisch gelebten Beziehungen. Immer wieder hat irgendjemand die Tür geöffnet, hat sich weit geöffnet für die Lügen Satans, hat Lügen geglaubt und ist damit in die Gemeinde gekommen, zu den anderen, und es ist wie Sauerteig, hat es sich ausgebreitet. Immer wieder dieselbe Taktik. Und das Motiv dieser falschen und seelischen Liebe, dieser falschen und seelischen Beziehung ist eigentlich, also wenn man das so im Kern so sieht, ist es diese Furcht vor Menschen. Es ist, ich will dem nicht, ich kann dem nicht sagen. Es ist keine Angst, das haben wir auch gestern schon gehört. Es ist keine Angst, sondern es ist dieses Bedürfnis, ich will aber gut dastehen vor den anderen. Also und weil ich gut dastehen will, dann rede ich eben so, wie es meinem anderen gefällt. Paulus hat einmal gesagt, es wird eine Zeit kommen, da werden Lehrer auftreten und die werden genau dieses Bedürfnis zu stillen versuchen. Die werden genau so reden, wie es auch euch, wie es uns in den Ohren juckt. Immer nur das sagen, was wir hören wollen. Warum? Damit wir gut dastehen. Damit wir jeder Konfrontation aus dem Weg gehen und damit wir immer gut dastehen. Und genau das ist es. Genau das ist es. Die Angst davor, Ansehen bei anderen zu verlieren oder gar schlecht dazustehen. Die Schrift sagt, Menschenfurcht stellt eine Falle. Und gerade auf der Grundlage von Beziehungen, wenn Menschenfurcht da ist, wenn dieses Bedürfnis in uns ist, wir wollen bei dem anderen gut dastehen, koste es, was es wolle. Dafür machen wir sogar Kompromisse mit der Wahrheit. Wenn dieses Bedürfnis da ist, die Bibel sagt, das stellt eine Falle.
Sprüche 5. Ich wäre gänzlich ins Verderben gegangen, inmitten der Gemeinde. Ein anderes ebenso gefährliches Einfallstor oder Motiv ist dort auch noch neben der Menschenfurcht die Selbstsucht, und die gehen beide so Hand in Hand. In Jakobus 3 heißt es, Jakobus 3, 14, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das spricht er ja hier zu der Gemeinde. Ja? Also er sagt, okay, da gibt es diese Herzenshaltung, da gibt es die Gefahr von bitteren Neid und Selbstsucht, und wir sollen uns nicht darin rühmen, weil das ist kein rühmenswerter Zustand. Ja? Und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, und jetzt wird nochmal eine Bekräftigung darauf gelegt, eine dämonische Weisheit. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Sodass, da ist diese Gefahr auch in den Beziehungen untereinander von Selbstsucht geführt, geleitet und gesteuert zu sein. Von dem Bestreben, was ist Selbstsucht? Dieses Bestreben danach, den eigenen persönlichen Vorteil immer und überall zu haben. Ja? Man rückt sozusagen seine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt einer Beziehung, seine eigenen Vorteile, und ist eigentlich immer nur darauf bedacht, hey, es geht jetzt hier, okay, es geht eigentlich um dich, ja, du liegst da im Argen, aber eigentlich geht es um mich. Und ich steuere jetzt mit meiner Art und Weise, wie ich diese Beziehung lebe, wie ich diese Beziehung führe, steuere ich eigentlich immer hin zu einem Ziel, meine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Jesus hat gesagt, wenn wir zusammenkommen, einer sei des anderen Diener. Einer sei darauf bedacht, dem anderen Wohl zu tun, das Wohl des anderen zu sehen und nicht sich selbst. Jesus selbst war uns ein Vorbild. Er, der den Weg des Kreuzes und des Leidens gegangen ist, für ihn selbst, er hatte es gar nicht nötig. Er hat niemals gesündigt, für uns. Und wir sollen auf ihn schauen und wir sollen nicht zulassen, dass Selbstsucht und seelische Liebe unseren Alltag sozusagen durchsetzen und uns wegziehen von der Wahrheit. Wegziehen von Aufrichtigkeit, Geradheit. Es ist so wichtig. Und wir stehen alle in dieser Gefahr. Und oftmals ist es erst ein Konflikt. Und das ist auch das, was es auch manchmal schwierig macht. Und da möchte ich so ein bisschen auch gleich so erzählen, so, was uns auch so ein bisschen widerfahren ist. Oftmals ist es erst ein Konflikt, der diese falschen Herzenshaltungen offenbar legt. Das sind Herzenshaltungen. Das sind Motive. Das sind Motive in unseren Herzen, die offengelegt werden müssen, die manchmal im Gemeindealltag, wenn nicht unbedingt sofort ein Konflikt da ist, die ganz unterschwellig so mitlaufen können. So, wenn wir von der Gefahr von seelischen Beziehungen, von seelisch gelebten Beziehungen, Beziehungen, die sich in Selbstsucht nähren und in Menschenfurcht irgendwo gegründet sind und nicht auf dem Fundament der Wahrheit gegründet sind. Wenn wir davon reden, dann reden wir von etwas, was eigentlich nicht leicht zu entdecken ist. Es braucht wirklich Offenbarung von dem Herrn. Es braucht, dass er unsere Herzen durchleuchtet und wirklich unsere Herzen auf den Prüfstand stellt und dass wir sehen, wo wir sind. Aber das tut er, das ist ja das Ding, das ist ja das Gute, das tut er oft, wenn Konflikte kommen. Ich habe das schon so oft gesagt, wir kennen als Gemeinde eigentlich die letzten Jahre immer nur ein Gebet. Also wir beten natürlich auch andere Dinge, aber dieses ist immer die letzten Jahre fast in jeder Versammlung immer wieder dabei gewesen. Im Lobpreis, irgendwie in der Versammlung, irgendeiner hat es immer wieder gebetet. Herr, erforsche mein Herz, erkenne mich, siehe, wie ich es meine, schau, ob ich auf einem Weg der Mühsal bin und führe mich zurück auf rechten, auf geradem, auf gutem, auf wahrhaftigem Weg. Immer wieder haben wir das gebetet. Und es wäre töricht, wenn wir denken, okay, der Herr würde dieses Gebet unbeantwortet lassen. Und so hat er auch bei uns, in unserem Gemeindeleben, Erschütterung zugelassen. Massive Erschütterung. Und als diese Erschütterung da waren, da geschah etwas, wo wir, als es geschah, nicht gemerkt hatten, dass es geschieht, sondern erst im Nachhinein gemerkt haben, oh, unsere Herzen wurden offenbar. Herzen wurden offenbar. Und das ist so wichtig. Wir können das selbst nicht erkennen. Wir brauchen Gottes Gnade, dass er uns da überführt. Dass er uns da wirklich überführt. Dass diese Herzenshaltung offengelegt werden. Aber er tut das durch Konflikte. Und in Konflikten wird sehr, sehr schnell offenbar,
wo unsere Herzen wirklich verankert und gegründet sind. Paulus sagte, 1. Korinther 2, 13 bis 14, er sagte, und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Er sagt, der seelische, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Was für eine schreckliche Sache ist das? Da kommt Gottes Geist und er überführt und er will überführen und er will das offenlegen. Und er tut sein Werk, aber da ist dann der seelische Mensch, dieser natürliche Mensch. Das sind keine Ungläubigen, sondern das können Gläubige sein, die sich aber nicht der Wahrheit verschrieben haben, sondern die auf Grundlage ihrer Gefühle, auf Grundlage ihrer seelischen Empfindung Entscheidungen treffen. Das fängt manchmal ganz banal an. Also jetzt müssen wir nicht denken, oh, das sind ganz große und offensichtliche Dinge. Das fängt schon an bei deinem persönlichen Gebetsleben. Ein seelischer Mensch wird sich immer steuern lassen. Und ich lasse mich mal so sagen, ein seelischer Jünger Jesu, damit wir den Bezug wirklich auch zu uns bekommen. Ein seelischer Jünger Jesu wird sich immer dazu ziehen lassen, in seinem Gebetsleben nur dann zu beten, wenn es ihm gut geht. Nur dann zu beten, wenn er meint, er hat gerade Kraft. Nur dann zu beten, wenn er meint, es passt ihm gerade. Er hat gerade Zeit dafür. Er ist gerade in der Stimmung zum Gebet. Menschen, die so verankert sind, die haben eine Grundlage und das ist, sie urteilen aus ihrer Seele heraus. Sie urteilen aus ihrem Empfinden heraus. Und allzu oft stehen solche Menschen in der Situation, dass sie nämlich gar nicht mehr beten, denn es passt eigentlich nie. Es passt eigentlich nie. Es ist eigentlich immer mühsam. Es ist eigentlich immer Kampf. Und eigentlich passt es jetzt gerade nicht. So, der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Da ist der Geist Gottes und er will etwas tun, er will etwas sagen. Beispielsweise bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Gebet. Er will ins Gebet ziehen, er will uns die Geheimnisse Gottes offenbaren. Doch der seelische Mensch, der nimmt es nicht an. Warum? Er kann es nicht. Denn er sagt sich aufgrund seiner Gefühle, nee, ich gehe jetzt nicht beten, ich habe jetzt keine Lust zu beten. Und außerdem bin ich müde und Gott, du weißt das sowieso. Du hast gesehen, dass ich einen anstrengenden Tag hatte und du weißt das schon. Und da ist der Heilige Geist, der will in die Königskammer reinziehen, der will die Geheimnisse Gottes offenbaren, der will in die Gemeinschaft mit Christus ziehen, wo Ströme der Heilung, Ströme der Offenbarung, Ströme der Erkenntnis fließen zu dir. Aber der seelische Mensch nimmt es nicht an, es ist ihm eine Torheit. Das weiß doch jeder. Also wenn ich jetzt abgeschlafft und müde bete, da kann ja gar nichts rumkommen. Es ist eine Torheit, eine Dummheit. So, wir sehen das hier. Und das geschieht inmitten der Gemeinde. Paulus sagt, wir haben diese Worte nicht geredet von Menschen, Weisheit inspiriert, sondern Gott hat es uns gegeben, aber der seelische Mensch nimmt es nicht an. Und das geschieht inmitten der Gemeinde. Du kannst inmitten der Gemeinde mit Pauken und Trompeten, mit Jubel und im Lobpreis erhobenen Händen, ja, du kannst als ganz treuer Gottesdienstbesucher abgeschnitten sein von dem Reden und dem Wirken des Heiligen Geistes und kannst sogar noch das Reden und das Wirken des Heiligen Geistes, obwohl du im Lobpreis feurig dabei bist, als Dummheit und als Torheit zur Seite schieben. Warum? Nur weil wir dieser Gefahr erliegen, dass wir uns von unserer Seele bestimmen, beherrschen und leiten lassen. Ist das nicht eine Tragik? Das ist so tragisch. Das geschieht heute zuhaufe. Der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Jetzt denkst du, okay, aber ist denn so schlimm? Kann es doch nicht sein. Ich meine, wir sind doch wach. Wir sind doch wache Leute. Wir sind doch eng mit dem Herrn. Und der Heilige Geist ist doch da. Und er redet doch zu uns. Ich hatte es ja eben schon gesagt, erinnert ihr euch, wer hat Petrus zu verstehen gegeben, dass Jesus der angekündigte Messias, der Christus ist? Der Heilige Geist. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart.
So, Petrus war nah bei Jesus, oder? Petrus war ganz nah bei Jesus. Er war so eng mit Jesus. Ich würde alles für dich tun. In den Tod gehe ich für dich. Der war mit Eifer dabei. Der hat alles hinter sich gelassen. Seinen ganzen Beruf, sein ganzes Einkommen. Alles nur um diesen Jesus. Um eng mit diesem Jesus zu wandeln. Ich möchte uns vor Augen malen, wie groß diese Gefahr ist, dass wenn wir aus der Seele raus beurteilen, wir unempfänglich sind. Dennoch, obwohl das schon Offenbarung des Geistes war, wir können so schnell unempfänglich werden für das, was Gottes Pläne, Gottes Ziele und Gottes Absichten sind. In Matthäus 16 haben wir diese Begebenheit, dass Jesus seinen Jüngern auf einmal sagt, hey, die Zeit ist gekommen und ich werde bald überliefert werden in die Hände der Heiden und ich werde bald sterben. Jesus erklärt also den Fahrplan Gottes, den Willen Gottes, der zuvor bestimmt wurde und angekündigt wurde durch alle Propheten und er sagt, das wird geschehen. Und dieser Petrus, der Offenbarung vom Heiligen Geist hatte, wer dieser Jesus eigentlich ist, der war auf einmal dieser Gefahr erlegen, dass er auf Grundlage seines Empfindens die Dinge beurteilt hat und sagt zu dem Plan Gottes, den Jesus jetzt hier offenbart, Herr, das geschehe dir doch nicht. Das geschehe dir bloß nicht. Das hört sich erstmal ganz demütig an. Ne? Ich möchte eigentlich nur dein Bestes. Ich möchte eigentlich nur, dass es dir gut geht, Jesus. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich und ich möchte, dass es dir gut geht. Was war Jesu Antwort auf dieses Statement? Weiche hinter mich, Satan. Wie kann das angehen? Ich sag's euch. Petrus war der Gefahr einer seelischen Weisheit und einer seelischen Liebe erlegen. Er hat auf Grundlage seiner Empfindungen und seiner menschlichen, und wir haben eben gesehen, menschliche Weisheit ist nicht nur seelisch, sondern was? Dämonisch. Einer dämonischen Weisheit Raum gegeben und hat den Plan Gottes sozusagen für nichtig erklärt. Warum sage ich uns dieses Beispiel? In dieser Gefahr stehen wir alle. Wer meint, er stehe, wer meint, er stünde fester als Petrus, der sehe zu, dass er nicht falle. So, wir stehen alle in dieser Gefahr, dass wir in unserem Leben als Jünger Jesu, in den Beziehungen mit unserem Gegenüber, mit denen, zu denen wir berufen sind, sie in Jüngerschaft zu trainieren und anzuleiten, wir stehen in der Gefahr, so viele Dinge des Gemeindealltags, des Lebens in Jüngerschaft auf Grundlage unserer Seele zu beurteilen. Und sozusagen einen dämonischen, seelisch-menschlichen Maßstab anzulegen an die Dinge Gottes. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen. Du kannst also, um das jetzt mal zu einem Resümee zu bringen, ganz, ganz nah bei Jesus sein, ganz eng mit ihm gehen und wegen dieser seelischen Weisheit geradewegs in die Irre gehen. Und jetzt den Bogen zu Sprüche 5, inmitten der Gemeinde. Es ist so gefährlich. Okay, ich habe jetzt viel über diese Gefahr geredet. Ich glaube, wir haben jetzt alle, wir wissen jetzt, wovon ich rede. Okay? Da habe ich jetzt lang genug von geredet. Ich möchte uns jetzt einfach mal Merkmale eines seelischen Jüngers geben. Dass wir, weil das ist es doch, was wir brauchen. Es ist ja eine Sache, ob wir sehen, okay, da ist eine Gefahr. Aber wir müssen ja auch erkennen, hey, was sind die Merkmale denn im Gemeindealltag, im Miteinander? Wo können wir schon herausfinden, wo können wir feinfühlig werden, wenn wir diese Merkmale sehen? Oh, 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 Alarmglocke, eine rote Glocke sollte hinter uns so gedanklich angehen, wo wir den Hebel ansetzen, okay? Wie sind solche seelischen Menschen unterwegs? Und ich möchte immer wieder seelische Jünger sagen, weil wir reden ja hier von einer uns anvertrauten Herde und der Gefahr, dass dieses nicht zwischen uns kommt, ja? Es gibt viele, viele, sag ich mal, Merkmale und vielleicht sind auch einige Merkmale dabei, die ich jetzt hier nicht nenne, aber die es auch noch gibt und diese Liste ist jetzt hier nicht eine abgeschlossene Liste, ja? Sondern es ist, ich glaube, da gibt es noch so viele Feinheiten, aber es sind so diese groben Dinge. Was sehen wir bei dieser Begebenheit mit Petrus? Petrus war völlig verwirrt über die Dinge, die Gott ihm gesagt hat. Er wusste gar nicht, was da also los war. Also das erste Merkmal, würde ich sagen, ist die Unfähigkeit, Gottes Pläne und Wege zu erkennen.
Also ein Merkmal eines seelischen Jüngers ist, er ist unfähig, die Pläne, die Wege und die Gedanken Gottes zu erkennen. Warum? Weil er auf einer seelischen Grundlage sozusagen urteilt, auf einer menschlichen Grundlage, nicht die Wahrheit des Wortes Gottes zu Rate zieht, sondern er seine Gefühle. Und was mit dem einhergeht, ist auch Verwirrung. Petrus war völlig verwirrt, er wusste überhaupt gar nicht, was los war. Ja? Nochmal, dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren, also ihm heftig zu widerstehen. Der hat dem Meister widerstanden. Der hat dem Rabuni, dem Lehrer widerstanden, hat gesagt, das geschehe dir nicht. Der war völlig verwirrt. Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Okay, das erste Merkmal, würde ich sagen, ist Unfähigkeit, Gottes Pläne zu erkennen, Verwirrung. Das zweite Merkmal, Unfähigkeit, Wahrheit zu erkennen und richtig einzuordnen. Was ist eigentlich Wahrheit? Ich meine, das ist auch eine wichtige Frage. Pilatus fragte Jesus, was ist denn Wahrheit? Was ist Wahrheit? So, wir sind berufen, unsere Nase in dieses Buch zu stecken. Und die Gefahr, die einfach ausgeht von einer Unabhängigkeit von dem Wort Gottes, ist, dass wir lernen, nur noch auf Grundlage unserer Gefühle zu beurteilen. Aber so sollen wir nicht sein. Wir sollen unsere Nase in dieses Buch stecken und wir sollen anhand des Wortes Gottes jede Situation beurteilen. Also der argumentiert immer nur mit der Bibel, wurde mir mal gesagt. Mit dem kann man gar nicht reden, der argumentiert immer nur mit der Bibel. Ja, Entschuldigung, was anderes habe ich nicht. Ich habe die Bibel und das langt doch. Das langt doch, ja. Also Unfähigkeit, Wahrheit zu erkennen. Hier auch das Wort, der seelische Mensch aber nimmt nicht an. Da sehen wir das. Warum sage ich Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen? Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und jetzt kommt ein weiteres wichtiges Merkmal und das ist wirklich eins der offensichtlichen Merkmale. Und ich sagte eben, dass oftmals ein Konflikt in der Gemeinde Herzen offenbart. Und jetzt kommen wir zu einem Merkmal, das ganz schnell, wenn ein Konflikt in einer Beziehung auftritt, ganz schnell, wo du merken kannst, oh oh, da ist was im Unrang. Da müssen wir vorsichtig sein. Ein seelischer Jünger kann mit Ermahnung oder Zurechtweisung überhaupt nicht umgehen. Er wird zurechtgewiesen und er kann damit nicht umgehen. Warum? Weil er alles auf Grundlage seiner Gefühle und Empfindungen aus seiner Seele heraus beurteilt. Und darum kommt dann als Folge, weil er mit einer Zurechtweisung, einer liebevoll gemeinten Zurechtweisung, ich rede hier von biblischer Zurechtweisung, weil er damit nicht umgehen kann, kommt als eine weitere Folge und ein weiteres Merkmal, dass er sich immer persönlich angegriffen fühlt. Du konfrontierst ihn mit einer Sache und er fühlt sich sofort persönlich angegriffen. Er fühlt sich sofort verletzt. Es hat mich verletzt. Da war mal auch ein Sonntag, ich komme so in die Gemeinde rein, das war noch so, hatten wir noch so einen riesen Saal und so, viele Leute, Besucher. Und dann, ihr kennt das ja auch so, dann sagt man hier hallo, da hallo, da hallo. Aber dann war das schon so, dass ich irgendwie ein bisschen spät dran war. Und dann habe ich aus Versehen, ich habe das noch nicht mal gemerkt, ich habe eine Schwester, habe ich nicht in den Arm genommen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wisst ihr, was das Ding war? Eine echte Beziehung auf Grundlage von Wahrheit hätte zum Beispiel eine Reaktion hervorgerufen wie nach dem Gottesdienst, hey Bruder, ist alles in Ordnung bei dir oder hast du mich einfach nur nicht gesehen oder stimmt noch alles zwischen uns? Und ich hätte gesagt, ja, wieso? Ach so, nee, hab nur gedacht, weil du mich nicht begrüßt hast. Nee, dann hätte ich gesagt, du, oh sorry, habe ich gar nicht gesehen. Das wäre auf Grundlage von Wahrheit. Wisst ihr, was diese Schwester gemacht hat? Die ist rumgegangen in der Gemeinde und hat gesagt, der Sven hat was gegen mich. So, ihr Lieben, das hört sich jetzt witzig an, aber da wird offenbar seelische Beziehung. Sie war nicht fähig, mir in die Augen zu gucken, zu mir zu kommen und zu fragen, ey, ist alles in Ordnung bei uns? Sondern sie ist in der Gemeinde rumgegangen und hat hinter meinem Rücken erzählt, dass ich nach 3 oder 4 Wochen irgendwann mal mitbekommen habe, ey, die Schwester, die, hast du was mit? Ich sag, da wusste ich ja noch nicht mal, was los war. Ich sage, nee, ich habe gar nichts mit der Ja, weil du bist sie irgendwie. Ich sage, es kann nicht angehen. Und so, ihr Lieben, die hat sich verletzt gefühlt. Die war sofort verletzt. Das war ja noch nicht mal Ermahnung. Ich habe die einfach nur übersehen. Die war sofort verletzt.
So seelische, nimm es mit, wir reden ja von Merkmale von seelischen Menschen, von seelischen, die sind sofort verletzt, ja? Sind sofort irgendwie verletzt. Und dann kommt ein weiteres Merkmal, es geht immer so Hand in Hand, ja? Ein weiteres Merkmal, was auch daraus dann resultiert, sie sind dann parteiisch. Was hat diese Schwester gemacht? Ist erstmal zu anderen gegangen und hat sie mit ins Boot geholt, um erstmal abzuchecken, ja, mit dem Sven kann ja was nicht in Ordnung sein, ne? Also wer sich so verhält wie der Sven, der muss ja irgendwie, da muss ja irgendwo, also da müssen wir mal irgendwie, da müssen wir mal bei. So seelische Menschen, die sind schnell eingeschnappt, schnell verletzt, aber dann auch parteiisch und dann voreingenommen. Kannst du gar nichts mehr sagen. Und ihr Lieben, Konflikte offenbaren das ganz schnell. Und auch wenn wir jetzt so ein bisschen, wenn ich das so ein bisschen so überspitzt auch witzig mache, wie mit der Schwester, das sind Dinge, die sind so schmerzhaft, das kann man sich kaum vorstellen. Eine andere Sache, da war ein Konflikt aufgekommen, auch bei uns, ist noch gar nicht so lange her, ein Konflikt aufgekommen mit einem Bruder, den ich richtig lieb habe, richtig. Mit dem ich das letzte Jahrzehnt ganz eng gegangen bin. Richtig eng. Und dieser Konflikt war da und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, Bruder, da müssen wir ran. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, was das alles ist, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber da war ein Konflikt und ich habe gesagt, Bruder, da müssen wir ran. Da müssen wir bei. Das betrifft dich, das betrifft mich und wir müssen dabei und wir sind hier zusammen und dienen hier zusammen. Und das kann nicht sein, dass das da ist. Und dann habe ich die Dinge, die dann vorgefallen sind, habe sie angesprochen, in Liebe. Und habe so gedacht, für mich so, das war wirklich notwendig. Ich habe wirklich diese Not gemerkt, das anzusprechen. Nicht still zu sein. Und eine seelische Liebe hätte jetzt mir diktiert, sprich das lieber nicht an, das kann zu Schwierigkeiten führen. Was ist, wenn der eingeschnappt wird? Was ist, wenn der sich da angegriffen fühlt? Aber ich habe es angesprochen. Und ich habe die Dinge beim Namen genannt. Und als Reaktion darauf, als Reaktion, kam eine Anfrage. Bruder, ich möchte mit dir spazieren gehen. Ich sage, okay, wir müssen reden. Ich sage, ja klar, gerne. Und dann bin ich mit ihm spazieren gegangen. Und wir reden und reden und reden. Und es war eigentlich ein eine Stunde Monolog. Eine Stunde hat er geredet und geredet und geredet und geredet. Und jetzt kommt der Punkt. Eine Stunde lang. Es ging gar nicht mehr um die Sache, die ich dort angesprochen habe. Es ging gar nicht mehr um den Vorfall, der zu klären ist. Sondern eine Stunde Monolog wurde mir gesagt, was ich in den letzten 2 bis 3 Jahren alles falsch gemacht habe in meiner Funktion als Gemeindeleiter. Versteht ihr die Verwirrung, die dort am Werk ist, dieses satanische Prinzip? Versteht ihr diese seelische Herzenshaltung, die dort offenbar wird? Anstatt, dass wir zusammen den Vorfall, der jetzt aktuell auf dem Tisch liegt, klären und in Gott gewollter Weise da uns zusammenschließen und wirklich die Türen für Satan zuziehen, wird der Hebel völlig umgedreht. Und auf einmal wird der, der das Gespräch am Anfang gesucht hat, um die Dinge zu klären, er wird jetzt auf einmal, ich wurde auf die Anklagebank gesetzt und aus meinem Leben wurden Fehler gesucht, die mir dann aus den letzten 3 Jahren vorgehalten werden können, nur um von der eigentlichen Sache weg zu manövrieren. Und ihr Lieben, das ist eine seelische Weisheit. Das ist es, genauso funktioniert es. Da hat sich einer angegriffen gefühlt, der hat sich persönlich angegriffen gefühlt. Aus diesem, bevor dieses Telefonat kam, hey, ich muss reden mit dir, da kam auch noch von jemand anders, der da auch mit drin war im Boot, da kam noch das Statement, der Sven hat gar keine Liebe mehr für uns. Da wurde schon auf Grundlage der Seele sozusagen geurteilt, weil ich das angesprochen habe, weil ich dieses Ding nicht einfach gelassen habe, nicht gesagt habe, ey, wir drücken mal 2 Augen zu und wir lassen 5 gerade sein, sondern weil ich einfach das angesprochen habe und gesagt habe, ey, hier müssen wir bei, der liebt uns nicht mehr. Der hat keine Liebe mehr für uns. Das war das Resümee. Das muss man sich mal vorstellen.
Seele, die Gefühle sind dann auf einmal Tango, haben Tango getanzt, haben Karussell gefahren und dann wird einfach gesagt, der liebt uns nicht mehr. Aber die haben gar nicht gesehen, dass das Liebe war, aus der ich eigentlich gesprochen habe. Dass ich wenigstens so viel Liebe hatte, dass dieser Vorfall hätte nicht bleiben dürfen. Dass wir das bereinigen, dass wir das ins Lot bringen. So, und dann war eben dieser Spaziergang und wirklich die ganze Zeit ein Monolog. Und irgendwann habe ich gesagt, ich sage, Bruder, worum geht es jetzt eigentlich? Geht es hier um meine Vergangenheit oder geht es jetzt hier um die aktuelle Sache, die wir zu klären haben? Ja, aber ich wollte dir das nur nochmal sagen. Ich sage, es steht doch jetzt gar nicht zur Sache. Überhaupt, warum kramst du denn in der Vergangenheit rum? Wir alle könnten irgendwo einen Lebenslauf hervorholen, wo jeder von uns bestimmt irgendwas getan hat, was nicht richtig war, wo er einen Fehler gemacht hat. Aber das Wort Gottes sagt, wir kennen uns fortan nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Bruder, für die Dinge, für die Fehler aus meiner Vergangenheit, hat Christus am Kreuz bezahlt und die sind weg. Die hat er hinter sich geworfen ins tiefste Meer. Jetzt geht es um diese Sache und die gilt es auch unter das Kreuz Christi zu bekommen, damit auch diese Sache hinter uns geworfen wird ins tiefste Meer. Aber das war nicht mehr drin. Sondern aufgrund einer seelischen Beurteilung, aufgrund von einer seelischen Liebe, die er zu mir hatte, wurde er verkehrt und hat gedacht, er muss mich jetzt erstmal auf die Anklagebank setzen, damit erstmal das andere so weggeleitet wird, was auch vielleicht mit ihm zu tun hat. Und ihr Lieben, so agiert seelische Weisheit. So agiert eine seelische Liebe. Ja? Und was dann auch noch kam, und das habe ich hier auch als Punkt mit reingenommen, weil ich das so stark auch wieder einmal wahrgenommen habe. Und das habe ich nicht nur aus dieser Begebenheit, sondern aus vielen, vielen anderen Begebenheiten wahrgenommen. Merkmale eines seelischen Jüngers ist auch, dass er immerzu seine Liebe verbal bekunden muss. Der Bruder hat mir die ganze Zeit, wo er mich auf die Anklagebank gesetzt hat und wo er mir meine Fehler aus der Vergangenheit hervorgehalten hat, ich habe ihn zum Beispiel gefragt, warum machst du das eigentlich? Eigentlich ist das gar nicht, du darfst nicht in meiner Vergangenheit, keiner darf in der Vergangenheit eines anderen rumwühlen, wenn die Sachen schon zum Kreuz gebracht sind. Ich sage, das ist jetzt beim Herrn. Und dann sagt er, weil ich dich so liebe. Weil ich dich so liebe, tue ich das. Und immer wieder hat er beteuert, er liebt mich so. Ich habe ihm dann zum Beispiel eine Frage gestellt, Bruder, wenn dir diese Dinge aus der Vergangenheit von vor 3 Jahren schon aufgefallen sind, warum hast du mich A, damals nicht konfrontiert? Weil das ich habe nie was damals davon gehört. Und B, wenn es dich so sehr gestört hat, warum bist du nicht gegangen? Du bist doch dann frei zu gehen. Was hat dich denn noch da gehalten, wenn ich angeblich so viel falsch gemacht habe? Weil ich dich so liebe, bin ich geblieben. Ich sage, ach so. Das ist interessant. Also wieder ein Merkmal. Seelische Menschen müssen in ihrer seelischen Beziehung, in dieser seelischen Bindung, sie haben immer das Bedürfnis, auch ihre Liebe immer verbal zu bekunden. Ich liebe dich. Ihr Lieben, das ist nichts Falsches daran, wenn wir einem sagen, ey, ich liebe dich. Aber soll ich euch mal was sagen? Ich sage es euch mal von der anderen Seite. Von den Menschen, die mit mir gehen und treu im Herrn schon jahrelang mit mir gehen, da sind die, die es wirklich ernst meinen mit dem Herrn und die eine wirklich echte Beziehung auf Grundlage von Wahrheit auch mit mir leben, sind es die, die am wenigsten beteuert haben, dass sie mich lieben. Also ich habe von denen am wenigsten gehört, dieses Wort, ich liebe dich, aber es sind gerade die, die am meisten lieben. Die haben es gar nicht nötig, ihre Liebe immer verbal zu beteuern. Warum? Weil sie in Liebe handeln, weil sie in Liebe wirken. Und wer in Liebe handelt, in Liebe wandelt und in Liebe wirkt, hat es gar nicht nötig, diese Liebe immer neu beteuern und bekunden zu müssen, damit du nur weißt, ey, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe, wenn du mich siehst, wie ich in Liebe handle, wirke und wandle. Richtig? Das war so abstrus, diese Situation, ja? Ein anderer Punkt, ein anderes Merkmal eines seelischen Jüngers, er neigt aufgrund seiner seelischen Beurteilungslage schnell dazu, die Tatsachen zu verdrehen. Hatte ich ja eben gerade schon gesagt. Da war dann halt dieses Gespräch und es ging eigentlich um eine aktuelle Sache und dann werden die Tatsachen verdreht und auf einmal war ich mit den ganzen letzten 3 Jahren und mein ganzer Lebenslauf auf der Anklagebank. Oder eine andere Sache war auch zum Beispiel, ist auch so heftig gewesen, wo wir gemerkt haben, ey, da werden Tatsachen verdreht und das wird auf einer seelischen Grundlage, wird jetzt hier beurteilt. Und zwar war das so gewesen, dass wir im Gemeindealltag auf einmal damit konfrontiert wurden, dass hinter meinem Rücken wurde geredet. Und es wurden falsche Dinge erzählt hinter meinem Rücken. Und da wurde noch jemand anders mit reingeholt,
Und hinter seinem Rücken wurde auch falsch geredet. Und dann war es so gewesen, dass dort eine betreffende Person einen Traum gehabt hat über mich und eine andere Person. Und dieser Traum, der war wohl irgendwie so ein bisschen, der ging so in eine negative Richtung. Und dieser Traum, der hat wohl irgendwie, in dem Traum war es dann so gewesen, dass der andere, um den es dort noch ging und ich, wir würden irgendwie falsch unterwegs sein. So, was wäre jetzt aufgrund, eine gesunde Beziehung auf Grundlage von Wahrheit, was hätte sie jetzt getan? Diese Person, die diesen Traum gehabt hätte, hätte zuallererst einmal zu mir und dem anderen kommen müssen und mit uns über diesen Traum reden müssen. Und dann hätten wir sowieso erstmal klargestellt, ey, nicht alles, was in einem Traum geträumt wird, ist immer eins zu eins zu übernehmen, sondern wir müssen das wirklich auch prüfen lernen. Hallo? Wir müssen das wirklich prüfen lernen. Du kannst nicht träumen irgendwie, ja, ich habe dich mit einem Federballschläger gesehen und mein prophetisches Wort für dich ist, du wirst Federball-Weltmeister im Jahr 2023. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Lass uns das doch auf den Prüfstand stellen. So, dieser Traum ging aber in eine negative Richtung. So, und er wurde geträumt über mich und einen anderen Bruder. Und jetzt war das Ding. Jetzt hat diese Person diesen Traum erstmal genommen und hat ihn bis über Deutschland, bis nach Süddeutschland zu anderen Gemeinden gestreut und hat erstmal mit anderen Leuten in anderen Gemeinden über diesen Traum geredet. Und jetzt kommt das Schlimme. Und dann wurde dieser Traum auch noch gedeutet über Dritte und Vierte. Und auf einmal haben wir gemerkt, ey, da ist über das Land verteilt, gibt es Geschwister, die haben angeblich schon eine Offenbarung über den Bruder und über mich, wie schief wir unterwegs sind. Und das alles resultierend auf einem blöden Traum. Der A, nicht recht gedeutet wurde und B, verpasst wurde, mit den Betreffenden zuerst einmal zu sprechen. Und dann wurde es gestreut. Sauerteig, wisst ihr, das Prinzip von Sauerteig. Und dann haben wir rausgefunden, ey, das ist bis runter nach Bayern gegangen. Da waren so viele Leute mit involviert, als wir das Ausmaß der Dinge erstmal erkannt haben, was da los ist. Reden hinterm Rücken. Nachstellen hinterm Rücken, schlechtes Reden hinterm Rücken, Verleumdung, alles, was damit, so ein Rattenschwanz, der dann ranhängt. Als wir das erstmal rausgefunden haben, dann mussten wir erstmal hier klar Schiff machen. Und da haben wir eine Gemeindesitzung bei uns, bei uns im Bremerhaven, eine Gemeindesitzung abgehalten. Und wir haben die Leute konfrontiert. Und jetzt kommt der Punkt, weil ich ja eben sagte, ein Merkmal ist, ein seelischer Jünger, er neigt aufgrund seiner seelischen Beurteilungslage schnell zu Verwirrung und die Tatsachen zu verdrehen. Ich kürze das jetzt mal alles ab. Wir haben die Leute konfrontiert, um die es ging. Wir haben gesagt, so, das ist offenbar, das sind Fakten. Ihr habt über uns schlecht geredet, ihr habt über uns gelästert und ihr habt das wirklich wie Sauerteig über ganz Deutschland gestreut und viele Leute sind involviert. Und es gibt jetzt hier einen einzigen Weg. Und dieser Weg sieht so aus, es ist alles offenbar, da gibt es gar nichts mehr dran. Es war jetzt nicht mehr die Not, irgendwie Fakten zu klären. Die Fakten waren geklärt und jetzt stand an, Gemeindeversammlung, Gemeindesitzung, zack. Und jetzt Buße tun oder Konsequenz. Es war wirklich nur Buße, aber mit dieser Herzenshaltung kannst du hier nicht bleiben. Und es nochmal, um das vielleicht nochmal die Lage ein bisschen zu verdeutlichen, wie groß die Gefahr ist, es handelte sich hier um einen geistlichen Leiter. Es handelte sich hier um einen geistlichen Leiter. So, und dann stand ich in dieser Situation und dann haben wir konfrontiert. Und zuvor gab es auch noch ein Gespräch. Und der andere Bruder, um den es ging, war auch dabei. Und in diesem Gespräch wurde dann gesagt, okay, das ist jetzt Sache. Und jetzt gibt es nur noch einen Weg. Entweder ihr tut Buße. Es waren mehrere Leute, es waren also ein Ehepaar, das aus Bremerhaven dann über Deutschland hinweg gestreut hat. Und wir hatten dieses Ehepaar bei mir zu Hause in der Küche. Und wir sagen so, jetzt wird Buße getan. Es ist Buße jetzt dran. Und jetzt kommt das Ding. Dann haben sie vor uns, das kann ich bezeugen, vor uns, wir waren sechs Leute, drei Ehepaare, sie vor uns, diese beiden haben vor uns Buße getan, haben ihre Schuld bekannt. Und dann fragt der andere Bruder, der dort mit involviert war, fragt dann, als sie dann Buße getan haben, warum hast du mit mir eigentlich kein Wort geredet? Wisst ihr, was die Antwort war? Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Angst war das Motiv. Furcht, Menschenfurcht. Ich hatte Angst, was würdest du von mir denken? Was würdest du zu mir sagen? Ich hatte Angst. Angst war das Motiv, nicht mehr die Wahrheit tun zu müssen. Wir haben gestern schon davon gehört. Wo in der Bibel gibt uns alleine der Fakt, dass wir vor uns vor irgendetwas fürchten, wo in der Bibel haben wir dadurch die Legitimation, die Wahrheit beiseite zu lassen und einen leichten Ausweg, sogar hier in diesem Fall Lüge zu wählen? Wo haben wir die Autorität? Wo haben wir den Freifahrtschein dafür? Nirgendwo.
auch wenn es uns etwas kostet. Wir müssen den Weg der Wahrheit einschlagen. Und diese Schwester hätte zu dem Bruder kommen müssen und hätte mit ihm, auch in aller Furcht, dass es irgendwie zu Missverständnissen kommt oder dass sie jetzt irgendwie blöd dasteht, dass ihre Autorität dabei irgendwie einen Schaden nimmt, weil der Bruder hätte ja sagen können, ja, aber was hast du dir dabei gedacht? Nein, sie hätte ihn konfrontieren müssen, sie hätte mit ihm darüber reden müssen. Und der Bruder fragt, warum hast du mich nicht angeschaut? Ich hatte Angst. Da war so eine Verwirrung. Und dann haben die Buße getan. Okay, jetzt wischen wir das beiseite. Dann war Buße. Wir haben Buße zugesprochen. Die haben Buße getan. Und da haben wir gesagt, so, ihr habt jetzt vor uns Buße getan. Wir sind jetzt hier 6 Personen in diesem Raum. Ihr habt Buße getan. Aber da gibt es ein Problem. Da ist eine ganze Gemeinde involviert. Ihr habt eine ganze Gemeinde infiziert mit Sauerteig. Und diese ganze Gemeinde ist nicht die einzige, sondern über Deutschland hinweg noch andere Gemeinden bis nach Bayern, die infiziert sind. Das heißt also, ihr habt jetzt hier vor uns Buße getan, vor den Betreffenden, dessen Name ihr in den Dreck gezogen habt, dessen Dienste ihr verlacht und verhöhnt habt. Aber jetzt müsst ihr noch Buße tun vor der Gemeinde und ihr müsst das richtigstellen. Und jetzt kommt es. Ich sagte, das Merkmal eines seelischen Jüngers ist auf Grundlage seiner seelischen Beurteilungsgrundlage, dass er verwirrt ist und Tatsachen auf einmal vertauscht und verdreht. Da haben sie gesagt, ja, das tun wir. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt ist Montag, ich glaube, das war ein Montag, bis zum nächsten Sonntag ist jetzt noch eine Woche Zeit und nächsten Sonntag stellt ihr euch vor die Gemeinde und ihr bringt das ins Reine. Es gibt nur diesen Weg, weil es kann nicht so weitergehen, weil diese Lügen waren gestreut, der Sauerteig war schon am Streuen und es muss richtiggestellt werden. Und die Betreffenden haben gesagt, ja, Amen, das machen wir so. Jetzt kommt's, Verwirrung und Verdrehung. Der Sonntag kam, der Bruder tritt ans Mikrofon, jetzt kommt's, das war so heftig, das kann man sich nicht vorstellen. Der Bruder tritt ans Mikrofon und anstatt, dass er tut, was er tun wollte, dass er Buße tut vor der ganzen Versammlung, stellt er sich ans Mikrofon und nimmt nochmal die beiden, über die gelästert wurden, mich und den Bruder, und sagt, das, was zuvor geschehen ist, dafür tue ich keine Buße. Und sowieso ist der eine Dienst des Bruders und mein Dienst ist von Hexerei und von, ich weiß nicht, was das andere noch war. Ich glaube, der Dienst arbeitet mit Hexerei, hat er dann noch gesagt. Also er sollte Buße tun und dann in dieser Woche ist was passiert. In dieser Woche hat seine Seele Achterbahn wieder mit ihm gefahren und er war ein völlig veränderter Mensch. Und anstatt Buße zu tun und die Dinge ins Reine zu bringen, macht er noch das Gegenteil und setzt ihm noch die Krone auf und sagt, und jetzt sage ich es mal richtig, so hat er es gesagt. Er hat gesagt, ich habe mich eingeschüchtert gefühlt und ich habe das Gefühl, dass der Dienst des Bruders mit Hexerei arbeitet. Ihr Lieben, das sind nicht mehr einfach nur Gerüchte, das ist Rufmord. Wenn du das in der Welt machst, da kannst du vom Richter gezerrt werden, da kannst du für wirklich Strafe kassieren. Und er stellt sich in die Gemeinde und sagt, und jetzt sage ich euch was, und der Dienst des Bruders arbeitet mit Hexerei. Und ihr Lieben, das war ein Dienst eines Bruders, der schon jahrzehntelang über die Grenzen von Deutschland als bestätigt und wahrhaftig galt. Er hat gesagt, nein, so und so war es. Und das Ende vom Lied war, dann haben wir gesagt, okay, dann müsst ihr die Gemeinde verlassen, für uns gibt es jetzt hier keinen Weg mehr. Aber so, ihr Lieben, warum erzähle ich das? Und ich habe ganz bewusst überhaupt keinen Namen genannt, auch nicht Namen von Diensten. Ich erzähle das einfach, damit wir merken, hey, wenn die Seele unser Ratgeber ist, wenn unsere Gefühle unsere Ratgeber sind, dann können wir mitten in der Gemeinde ins Verderben laufen. Und dieses geschah nicht in einer Sitzung irgendeines großen Sitzungsrats, irgendeines großen Konzerns, sondern es geschah inmitten der Gemeinde. Und wisst ihr was, auch noch so, das war ein richtiges Bild, war das gewesen. Der eine Bruder, der das gesagt hat, der Leiter war, der diesen anderen bestätigten, über Jahrzehnte bestätigten, wahrhaftigen Dienst so verhöhnt hat und diesen Rufmord getrieben hat, der hat immer gesagt, auch so zwischendurch oder aus seinen Reihen kam das, Das ist ein falscher Hirte. Und als er dann die Gemeinde verlassen hat, hat er die Jünger hinter sich hergezogen. Und ein anderer Bruder sagt, oh, guck mal, da geht jetzt, der hat ja einen Hirtendienst. Da geht ein falscher Hirte und zieht Brüder hinter sich her. Und vor unseren Augen hat sich abgespielt, was in der Apostelgeschichte 20, wovor gewarnt wird.
Brüder treten in eurer Mitte auf, Wölfe, die treten in eurer Mitte auf und sie reden verkehrte Dinge und ziehen die Schafe hinter sich her. Und von diesem Tag an sind 50%, die Hälfte unserer Gemeinde gegangen. Eine Gemeindespaltung, wo 50%, die Hälfte einfach mal weg war und hinter diesem Bruder. Das Schlimme ist ja, und das ist ja diese große Gefahr, von dem Bruder war jetzt offenbar, dass er mit Lüge Hand in Hand geht, dass er Unwahrheiten streut über Deutschland hinweg, dass er nicht wahrhaftig ist, dass er hinter dem Rücken redet. Und trotzdem war noch so eine Power in der Gegenwart dieses Bruders, so eine Power der Verführung, dass 50% der Gemeinde die Dinge gehört haben, um die es ging, mit eigenen Augen gesehen haben und trotzdem hinter dem Bruder hinterher sind und weg sind. So krass. Es ist so krass. Wir standen da und wir haben gesagt, wir haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich war danach war noch so viel Nacharbeit. Habe ich von diesen Geschwistern, ich habe förmlich welche bekniet. Ich habe bei ihnen angerufen, ich habe sie angeschrieben, kontaktiert. Ich habe gesagt, ihr wisst gar nicht, was ihr jetzt tut. Weil da waren welche, die waren gar nicht richtig involviert. Die haben das jetzt nur mitgehört und mitgesehen. Dann wurde es offenbar und dann sind sie hinterher. Und da habe ich gesagt, ey, komm, lass uns reden, damit Wahrheit auf den Tisch kommt. Die waren zu. Die wollten nicht. Die waren einfach zu. Und das passiert, wenn wir auf der Grundlage unserer Seele urteilen und Beziehung pflegen. Wir werden unempfänglich für die Wahrheit und wir werden ein leichtes Ziel Satans, dass wir einfach weggezogen werden können. Warum? Weil wir die Wahrheit nicht mehr lieb gewonnen haben. Im Brief an die Thessalonicher steht etwas ganz Gewaltiges. Eigentlich ist es das Schlimmste, was einem Menschen jemals in Zeit und Ewigkeit passieren kann. Da steht geschrieben, allen aber, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, denen wird Gott, nicht Satan, Gott selbst einen starken Geist der Verirrung senden. Wenn, ich meine, was können wir tun, wenn Gott gegen uns ist? Nichts mehr, nichts mehr. Aber wann, oder besser mal die Frage gestellt, wie können wir dahin kommen, dass Gott gegen uns ist, wenn wir die Wahrheit nicht mehr lieb haben? Wenn wir Kompromisse an der Wahrheit eingehen? Ich glaube, alleine jetzt mit diesem Wort, was ich jetzt die letzten beiden Sekunden gesagt habe, wie können wir Gott zum Feind haben? Seht ihr die Dringlichkeit dieses Themas? Wenn wir keine Liebe mehr zur Wahrheit haben. Wenn wir die Liebe zur Wahrheit verlieren, indem wir Kompromisse mit der Wahrheit machen, Kompromisse mit der Lüge eingehen und ach, lass uns fünf gerade sein lassen. Dann können wir dahin kommen, dass wir zwar die Welt zum Freund haben, aber Gott zum Feind. Und ich glaube, das will keiner unter uns, oder? Also, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, das ist mir ganz wichtig, wenn wir diese Dinge hören. Ja, vielleicht denkst du jetzt, boah, ey, das sind schlimme Leute. Ihr Lieben, seelische Jünger, das sind keine bösartigen Menschen. Das sind auch keine, die durch die Gemeinde sozusagen rennen und offenkundig dich jetzt überall schlecht machen oder so. Das geschah hinterm Rücken. Von vorne gesehen waren das die Menschen, und ich sag's nochmal, die dir jeden Tag in jeder Versammlung um den Hals gefallen sind und dich sogar mit einem wortwörtlichen Bruderkuss geküsst haben. Das sind diejenigen, die in allen Diensten immer ganz aktiv waren. Das sind Menschen, das sind auch Menschen, die sind treu zu jeder Versammlung da. Das sind nicht die, von denen du sagen könntest, ach, das sind sowieso die, die nie kommen und die immer rebellisch irgendwie alles immer nur negativ sehen. Nein, das sind die, die im Lobpreis mitwirken. Das sind die, die auf der Kanzel stehen. Das sind die, die Gemeindeleiter, die Hirtendienst haben. Das sind die, die wirklich mit Enthusiasmus und mit Eifer und Ernst am Werk sind. Aber in den Herzen schlummert etwas. In den Herzen schlummert etwas. Und das ist so gefährlich. Wir sind gleich am Ende. Aber es war mir wichtig, dass wir diese Merkmale bringen. Okay, jetzt zu der wichtigsten Frage. Wie können wir der großen Gefahr von seelischen Beziehungen begegnen und uns und die Gemeinde effektiv schützen? Ich habe jetzt von der Gefahr erzählt, ich habe von den Merkmalen erzählt und jetzt müssen wir wissen, hey, wie können wir uns effektiv vor dieser Gefahr schützen, dass wir nicht selber solche sind, die auf Grundlage der Seele handeln und beurteilen. Okay?
Und auch diese Frage hat das Wort Gottes schon etliche Jahre zuvor gestellt und auch beantwortet. Wie können wir dieser Gefahr von seelischen Beziehungen effektiv begegnen? Psalm 119, 9 bis 11. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wie wird ein Leiter seinen Weg unsträflich gehen? Wie wird ein Jünger seinen Weg unsträflich gehen? Wie wirst du deinen Weg unsträflich gehen? So, dass du am Ende nicht zu Fall kommst, sondern mit einem Paulus zusammen sagen kannst, ich habe meinen Lauf vollendet und den guten Kampf gekämpft. Wie kannst du das tun? Indem er ihn bewahrt nach seinem Wort. Was bewahrt? Seinen Weg, sein Wandel, sein Herz. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt? Nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. So, wie können wir dieser Gefahr auf stürmischer See, diesem Riff, das sich vor uns offenbart, wo wir vielleicht oftmals so drauf zusteuern mit unserem Schiff, wie können wir diesem Riff ausweichen? Indem wir eine neue und radikale Hingabe an das Wort an den Tag legen. Vielleicht denkt ihr jetzt, oh, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie so drei gute Dinge, an denen ich jetzt mal endlich so, boah, wo ich sagen kann, oh, das habe ich von dem Seminar mitgenommen. Ey, da wurde mir gepredigt und da hatte ich auf einmal drei gute Konzepte an der Hand. Und jetzt sagt er mir eigentlich das, was ich doch eh schon weiß. Ja, das ist schade, dass wir schon wissen und doch nicht tun, ne? Wie können wir dieser Gefahr von seelischen Beziehungen begegnen? Indem wir eine neue und radikale Hingabe an das Wort an den Tag legen. Indem wir wirklich, und ihr denkt jetzt, ah, nicht radikal, ach, wir wollen nicht radikal sein. Dann haben wir wieder Probleme mit den Linken und auch mit den Rechten. Dann werden wir irgendwie in die rechten Szene eingeordnet. Ihr Lieben, die rechten Szene hat gar nichts mit radikal zu tun. Wir sind die Einzigen, die radikal sein können. Radix heißt einfach verwurzelt, kommt von dem lateinischen Radix, radikal, verwurzelt, indem wir uns neu verwurzeln und gründen lassen in dem Wort und eine neue Hingabe an das geschriebene Wort haben. Wir sind oftmals, und auch wir geistlichen Leiter, und das ist eine Tragik, wir sind oft YouTube-Jünger. Und auch wenn ich selber auf YouTube Content hochlage, ich bin ein Feind und ein Gegner davon, YouTube-Jünger zu werden. Wir müssen Jünger des Wortes sein. Und YouTube darf ein Tool, YouTube darf ein Hilfsmittel sein, aber wir müssen im Wort verwurzelt sein. Und einige von uns kennen besser die Playlist auf YouTube als das Wort Gottes. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das ist ein riesengroßes Problem, dass wir keine Hingabe mehr an das geschriebene Wort haben. Und lasst euch da nicht verführen. Hingabe an das Wort heißt nicht, dass du jede gute Predigt, die wirklich gut ist, auswendig kennst. Das ist Hingabe an dieses YouTube-Video. Wir müssen Hingabe an das Wort haben. Du musst zu Hause sein im Wort. Du musst wissen, was sagt die Schrift. Und du musst da drin bleiben und darfst davon nicht abirren. Oh Herr, jetzt hat der Sven so oft gesagt, du musst. Ja, du musst. Wenn du nicht zu Fall kommen willst, dann sind das Dinge, die wir müssen. Das sind Bedingungen. Ach wie, ich habe gedacht, einmal safe, immer safe. Nein, das sind Bedingungen. Das aber ist das Evangelium, das die Kraft hat, euch zu erretten. Bedingung, wenn ihr darin bleibt. 1. Korinther 15. Amen. So, also eine neue und radikale Hingabe. Wir müssen als geistliche Leiter wieder eine neue Liebe zum Wort kultivieren. Denn wenn wir das nicht vorleben, wird die Herde das nicht nachahmen. Wenn wir als geistliche Leiter mehr auf YouTube unterwegs sind, kann ich dir jetzt schon sagen, wird deine Herde eine YouTube-Herde. Aber wenn wir als geistliche Leiter im Wort verwurzelt sind, dann werden deine Jünger, die werden sehen, ey, mit diesem Mann ist was anderes, mit dieser Schwester ist was anderes. Wenn der seinen Mund auftut, wie Jesus. Herr, sage uns, was sollen wir tun? Sollen wir dem Kaiser die Steuern geben? Es ist genau so ein Ding wie gestern, was Hartwig hatte. Diese Beispiele, wo Jesus antwortet und in seiner Antwort, bam, werden sie gefangen genommen. Und er hat jetzt gesagt, hey, bring mir eine Münze her. Und sie bringen die Münze. Er sagt, wessen Konterfeuer, wessen Bild ist da drauf?
des Kaisers. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gib Gott, was Gott gehört. Bam! Alle seine Ankläger weg. Und das müssen die Leute wieder in uns sehen. Jesus sprach mit einer Weisheit, die die Schriftgelehrten überführt hat. Er sprach in einer Autorität, die die Hohepriester nicht kannten. Und er lehrte in einer Klarheit, wo all die Studierten auf den Fakultäten nicht mitkamen. Warum? Weil er im Wort war. Er ist das Wort. Und wenn wir so sein wollen wie Jesus, und das, ich sage jetzt hier nicht, dass wir uns rühmen und schmücken wollen mit Weisheit, nein. Ich sage nur, hey, dass wir in der Situation, in der wir sind, gottgemäß wirken, dann müssen wir zurückkommen zum Wort. Amen. Amen. Okay. Und das Wort Gottes ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es muss durchdringen. Es muss durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist und Mark und Bein und muss wieder ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens werden. Wir haben manchmal so ein schlechtes Bild von diesem Richter, weil wir denken, oh, da sitzt ein Richter auf der Anklagebank. Aber so dürfen wir nicht über das Wort Gottes denken. Lass uns doch mal das Wort Gottes so assoziieren. Ich will es mal so erklären. Wenn wir davon reden, es muss zum Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens werden. Wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, dann wird der Werkstattmeister oder du erwartest, dass er ein gesundes Urteil spricht. Richtig? Ist das was Schlimmes? Ist das was Böses? Nein! Wenn es ein guter Werkstattmeister ist, der wird ein klares Urteil sprechen und mit deinem Auto wird offenbar, da ist ein Fehler, den reparieren wir und dann hast du wieder Freude die nächsten Jahre an deinem Auto und dann kannst du wieder fahren, ist wieder heile. Und genau so ist das Wort Gottes. Es ist nicht da als ein Richter, der uns scheltet und auf uns einhaut und das hast du falsch gemacht und das lief nicht richtig. So ein Richter, der von oben herab, so ein ungerechter Richter vielleicht noch. Nein, das ist nicht das Wort, sondern es kommt und es beurteilt und es zeigt uns in liebevoller Art und Weise, wo in unserem Herzen es schief liegt. Um was? Um uns zurechtzubringen. Deswegen sage ich, wir brauchen eine neue Hingabe an das Wort. Amen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Dieser Paulus, von dem wir heute schon so viel gelesen haben, der hat zu den Galatern gesagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst. Wieder dieses Acht geben auf dich selbst. Aber wir sollen diesen Menschen zurechtbringen im Geist der Sanftmut, also in Kooperation mit dem Heiligen Geist. Er wird auch genannt der Geist der Wahrheit. Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten und die Wahrheit wird was uns frei machen. So, wenn wir in Kooperation mit dem Wort, in Kooperation mit dem Heiligen Geist wirken, in einem Geist der Sanftmut unsere Leute wieder zurechtbringen, wenn sie auch gesündigt haben und auf uns selbst aufpassen, so erfüllen wir das Gebot unseres Christus. Denn er hat gesagt, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Amen. Amen. Vater, ich danke dir, Herr. Wir stehen jetzt vor dir, oh Herr, und du siehst uns, oh Herr. Und wir wollen das bekennen vor dir, Herr. Dass wir in all diesen Dingen, die wir jetzt auch betrachtet haben, ich selber, ich bekenne das, ich habe auf so vielerlei Weise so oft gefehlt. Aber Herr, hier sind wir. Und wir kehren um zu dir und wir sagen dir, wir bekennen das, wir können das nicht, Herr. Allzu oft werden wir verführt, allzu oft werden wir dahin gedrängt, auf der Grundlage unserer Seele und Gefühle Entscheidungen zu treffen. Aber Herr, eines wissen wir, du bist der Gott, der gesagt hat, du willst in uns das Wollen, das Vollbringen bewirken. Und hier sind wir sagen, wir können das nicht, aber wir wollen jetzt lernen von dir. Und wir bitten dich, Herr, befreie uns von diesen seelischen Bindungen und führe uns hinein immer weiter in die Wahrheit. Und lehre uns, das Richtige zu erwählen, Herr. Lehre uns, das Richtige zu erwählen. Lehre uns, oh Herr, dass wir frei werden von Menschenfurcht, dass wir frei werden von Selbstsucht, dass wir frei werden von Selbstgefälligkeit, dass wir frei werden von all diesen Dingen, Dinge zu tun, nur um bei anderen richtig und gut dazustehen. Nein, Herr! Wir wollen lieber die ganze Welt zum Feind haben und Gott zum Freund als umgekehrt. Und darum bitten wir dich, Herr, hilf uns. Herr, hilf uns, Herr, in dieser stürmischen Zeit auf Kurs zu bleiben und der Gefahr von seelischen Beziehungen und einer seelischen, satanischen Weisheit wirklich zu entfliehen, Herr. Indem wir uns jetzt an dich klammern. Ich bitte dich, Herr, jeden unter dem Klang meiner Stimme, schenk uns eine neue Hingabe, eine neue Liebe. Eine neue Liebe für dein Wort. Herr, wir danken dir. In Jesu Namen bitten und empfangen wir. Amen.